Kapitel 4.5. Das islamische Urteil über Omen. Aus den erwähnten Hadithen kann man deutlich erkennen, dass sich Driyara generell auf den Glauben an Vorzeichen bezieht. Der Brauch, das Schicksal aus dem Vogelflug abzulesen, wird in der Sunna des Propheten, Friede und Segen sein auf ihm, gänzlich abgelehnt. Die Araber leiteten in der Antike Vorzeichen von Vögeln ab. Andere Nationen haben dafür andere Quellen. Das Prinzip ist jedoch bei allen dasselbe. Oft wird der Schirk erkennbar, nachdem man die Wurzeln dieser Omen freigelegt hat. Hier nur einige wenige der zahlreichen Omen, die gegenwärtig in westlichen Kulturen zu beobachten sind. Klopfen auf Holz. Wenn jemand für etwas dankbar ist und darauf hofft, dass sich an diesem Glück nichts ändert, sagt er: Klopf auf Holz. Der Ursprung dieser Glaubensvorstellung geht auf die Zeit zurück, als die Menschen in Europa noch an Götter in den Bäumen glaubten. Wenn sie den Baumgott um einen Gefallen bitten wollten, berührten sie den Baum. Falls ihr Wunsch erfüllt wurde, berührten sie den Baum nochmals, um dem Gott zu danken. Verschütten von Salz. Viele Menschen glauben, dass innerhalb kürzester Zeit ein Unglück folgen werde, wenn man Salz verschüttet hat. Um dem entgegenzuwirken, wirft man das verschüttete Salz über die linke Schulter. Der Ursprung dieses Aberglaubens liegt in der frisch haltenden Funktion des Salzes, die man früher auf dessen magische Kräfte zurückführte. So wurde verschüttetes Salz zu einem Warnzeichen vor Bösen. Da man dachte, dass die bösen Geister auf der linken Seite der Menschen leben, sollte es die bösen Geister besänftigen, wenn man das verschüttete Salz über die linke Schulter warf. Zerbrechen eines Spiegels. Viele Menschen glauben, dass das versehentliche Zerbrechen eines Spiegels ein Zeichen für 7 Jahre Unglück ist. In der Antike glaubte man, die Spiegelbilder im Wasser seien die Seelen der Menschen. Wurden daher ihre Spiegelbilder zerstört, zum Beispiel dadurch, dass jemand einen Kieselstein ins Wasser warf, so waren ihre Seelen ebenfalls zerstört. Nach der Herstellung von Spiegeln übernahm man diesen Glauben. Schwarze Katzen. Das Erscheinen einer schwarzen Katze auf dem Weg signalisiert nach der Vorstellung vieler Leute das Nahen von Unglück. Diese Vorstellung stammt aus dem Mittelalter, als die Menschen glaubten, schwarze Katzen seien die Haustiere von Hexen. Von den Hexen nahm man an, dass sie Zaubertränke herstellten, indem sie Gehirne von schwarzen Katzen mit Teilen von Kröten, Schlangen und Insekten vermischten. Überlebte die schwarze Katze einer Hexe 7 Jahre, ohne in einem Zaubertrank zu enden, so glaubte man, dass sich diese Katze in eine Hexe verwandelte. Die Zahl 13. In Amerika wird die Zahl 13 als unglücksbringend betrachtet. Daher wird in vielen Gebäuden das 13. Stockwerk als 14. benannt. Insbesondere Freitag der 13. wird als unheilbringend gesehen. Viele Menschen vermeiden es, an diesem Tag zu reisen oder spezielle Verpflichtungen einzugehen. Wenn jemandem an diesem Tag irgendetwas Schlechtes zustößt, so geben sie diesem Tag die Schuld. Dieses Phänomen ist nicht nur auf durchschnittliche Menschen beschränkt, wie man vielleicht meinen könnte. Beispielsweise erklärte 1970 der Flugkommandeur des Apollo-Mondfluges, der nahe an einer Katastrophe war, geahnt zu haben, dass etwas passiere. Als man ihn fragte, wie er darauf käme, antwortete er, dass der Flug am Freitag, den 13. stattgefunden habe, der Flugstart auf 13 Uhr angesetzt und die Flugnummer Apollo 13 gewesen sei. Der Ursprung dieser Vorstellung geht auf jenen Abend zurück, an dem Jesus gemäß der Bibel sein letztes Abendmahl aß. Bei diesem letzten Abendmahl seien 13 Leute anwesend gewesen. Einer von ihnen war Judas, von dem man glaubt,
Jesus verraten zu haben. Freitag der 13. wird zumindest aufgrund zweier Vorkommnisse als unglückbescherend angesehen. Freitag ist der Tag, an dem Jesus angeblich gekreuzigt wurde. Und zweitens ist mittelalterlichen Glauben zufolge Freitag jener Tag, an dem die Hexen ihre Treffen veranstalteten. Bei all diesen Glaubensvorstellungen wird die Fähigkeit Allahs, das Gute wie das Schlechte hervorzubringen, mit seiner Schöpfung geteilt. Auch die Furcht vor Unglück und die Hoffnung auf gutes Geschick, die sich beide ausschließlich an Allah als Urheber richten dürfen, richten sich an andere als Allah. Man erhebt den Anspruch, Wissen über die Zukunft und über das Verborgene zu besitzen, obwohl diese Eigenschaft allein Allah zukommt. Allah lässt uns das durch seine Eigenschaft Alimul Ghaib, der das verborgene Wissende, klar erkennen. Selbst den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, lässt Allah im Koran bezeugen, dass er, wenn er die verborgene Zukunft gekannt hätte, den Eintritt allen Unglücks hätte verhindern können. Deswegen kann man den Glauben an Omen ganz klar als Schirk in allen zentralen Aspekten des Tauhid einordnen. Dieses Urteil wird durch eine Überlieferung von Ibn Mas'ud weiter untermauert, der zufolge der Gesandte Allahs, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Tuyara ist Schirk, Tuyara ist Schirk. Abdullah ibn Amr ibn al-As berichtet ebenfalls, dass der Prophet sagte: Wer auch immer sich von Tuyara abhalten lässt, eine Sache zu machen, hat Schirk begangen. Die Gefährten fragten: Was ist die Wiedergutmachung? Er antwortete: Sag, O Allah, es gibt nichts Gutes außer deinem Guten, noch Vögel außer deinen Vögeln, und es ist kein Gott neben dir. Aus den vorangegangenen Hadithen ist klar ersichtlich, dass Tuyara keineswegs nur auf Vögel beschränkt war. Es schließt jede Form des Glaubens an Omen mit ein. Diese Glaubensformen variieren zwar von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit, aber sie alle haben einen gemeinsamen Nenner, nämlich Schirk. Daher sind Muslime verpflichtet, achtsam alle Gefühle zu vermeiden, die von diesen Glaubensvorstellungen herrühren. Ertappen sie sich dabei, unbewusst in eine solche Glaubensvorstellung zu verfallen, so sollten sie Zuflucht bei Allah suchen und das oben erwähnte Dua sprechen. Dieses Thema ist für den Islam so wichtig, da der Keim für großen Schirk darin steckt. Die Verehrung von Götzen, Menschen, Sternen etc. kam nicht auf einen Schlag. Diese Praktiken des Götzendienstes entwickelten sich über lange Zeit hinweg. Der Glaube des Menschen an die Einheit Allahs wurde allmählich zerfressen, während der Samen des großen Schirk seine Wurzeln schlug und wuchs. Daher versucht der Islam, durch die Vermittlung von Rechtleitung in allen Aspekten des menschlichen Lebens den Samen des Übels von Grund auf zu vernichten, bevor dieser Wurzeln schlagen und die Grundlage des Glaubens eines Muslims zerstören kann.